Gerne schaue ich an einem wolkenfreien Abend den kleinen Nachthimmel an. Dort kann ich viel hellstrahlende Sterne entdecken. Daher möchte ich mit dir heute einen Stern basteln. Ich habe mich für den Stern mit 4 Zacken entschieden. Damit auch du solch einen Stern ausschneiden kannst, lege dir bitte ein Geodreieck, ein paar Blätter Papier, einen Bleistift und eine Schere zurecht. Drücke dafür kurz auf Pause, um dir alles herzurichten. Bereit? Los geht's! Lass uns nun gemeinsam eine Skizze des Sterns anfertigen. Zeichne dafür in die Mitte deines Blatt Papiers ein Quadrat mit Seitenlänge 4 cm. Anschließend markiere dir jeweils den Mittelpunkt der Seiten und zeichne von diesen im rechten Winkel eine Strecke von je 6 cm ein. Verbinde anschließend die Eckpunkte der jeweiligen Seite des Quadrats mit dem Ende der dazugehörigen Strecke. Ah, du denkst dir, das ist doch wie die Höhe auf einer Dreiecksseite. Richtig, gut überlegt. Drücke nun kurz auf Pause, bis deine Zeichnung wie meine Skizze aussieht und schneide anschließend den Stern aus. Nun hast du deinen eigenen vierzackigen Stern. Aufgrund des Videotitels fragst du dich nun sicher, was hat das Ganze eigentlich mit Pyramiden zu tun? Klappe dafür die Sternspitzen zu einer gemeinsamen Spitze zusammen. Richtig, du hast es erkannt. Wenn die Sternspitzen zusammengeklappt werden, verwandelt sich der Stern in eine quadratische Pyramide. Die aufgeklappte Pyramide, also der Stern, wird dabei auch als Pyramidennetz bezeichnet. Das Netz besteht aus einer Grundfläche und einer Mantelfläche. Je nach der Form der Grundfläche und an welcher Seite die Pyramide aufgeschnitten wird, kann dieses Netz jedoch unterschiedlich aussehen. Nun bist du an der Reihe. Kannst du entdecken, welche der 4 Netze Pyramidennetze sind? Vergiss dabei nicht zu begründen, warum aus dem jeweiligen Netz eine Pyramide geformt werden kann oder eben nicht. Drücke dafür erneut auf Pause und schreibe dir stichwortartig deine Begründungen auf. Konntest du alle Pyramidennetze finden? Super! Die beiden Netze auf der linken Seite sind Pyramidennetze. Die obere kann dabei zu einer fünfeckigen Pyramide gefalten werden, während die andere eine rechteckige Pyramide ergibt. Das Netz in der rechten oberen Ecke ist kein Pyramidennetz, da ein Dreieck der Mantelfläche fehlt. Auch die Pyramide darunter in der rechten unteren Ecke ist keine Pyramide, da sich, wenn die Mantelflächen zusammengeklappt werden, keine Spitze bildet. Damit aus unserem einzelnen Stern ein ganzer Sternenhimmel wird, möchte ich mit dir nun noch 2 weitere Sterne, beziehungsweise wie du bereits weißt, Pyramidennetze, basteln. Zeichne dafür zuerst ein gleichseitiges Dreieck und daneben ein gleichseitiges Sechseck auf dein Blatt Papier. Anschließend markiere dir wie vorhin beim vierzackigen Stern jeweils den Mittelpunkt der Seiten und zeichne von diesem im rechten Winkel jeweils die Dreieckshöhe ein. Verbinde anschließend die Eckpunkte mit der Höhe, um die gleichschenkeligen Dreiecke der Mantelfläche der Pyramide zu erhalten. Drücke kurz auf Pause und vergleiche dann deine Skizze mit meiner Lösung. Schaut deine Skizze aus wie meine? Super! Nun schneide die beiden Sterne aus. Wow, jetzt haben wir schon einen ganzen Sternenhimmel. Doch weißt du auch, zu welcher Pyramidenform die ausgeschnittenen Sterne passen? Richtig, der linke Stern mit dem gleichseitigen Dreieck als Grundfläche bildet zusammengeklappt einen Tetraeder, während der rechte Stern mit der sechseckigen Grundfläche eine sechseckige Pyramide bildet. Falls du nun noch mehr über Pyramiden wissen möchtest und es spannend findest, wie die Fläche von Pyramidennetzen, also unseren Sternen, berechnet werden, dann schau dir das passende Video Basic 2 Pyramide Oberfläche an. Bis zum nächsten Video!